Also das Gold hat vor dem Währungsschnitt einen Wert, einen Wert, mit dem ich was einkaufen kann. Und es wird hinterher einen Wert haben, mit dem ich was einkaufen kann. Also wird diese Wertaufbewahrungsfunktion behalten. Im Gegensatz zum Papiergeld. Altes Papiergeld ist dann wertlos, neues Papiergeld hat dann eine gewisse Kaufkraft. Also Gold erhält die Kaufkraft über den Währungsschnitt hinweg. Je nachdem, wie dann die Umtauschverhältnisse festgelegt werden und akzeptiert werden, gibt es dann möglicherweise eine etwas steigende oder etwas fallende Kaufkraft. Im Prinzip ist es aber so, dass Gold der Fixpunkt ist. Gold hat vorher die Kaufkraft und Gold hat hinterher die Kaufkraft. Und alles, was in Papier ausgedrückt wird, hat vorher einen gewissen Wert zum Gold, dann irgendwann keinen mehr und nach dem Währungsschnitt das neue Papiergeld, wenn es wieder ein Papiergeld-Währungssystem geben wird. Die Bank verdient an Zertifikaten, an Fonds und so weiter. Und zwar unabhängig davon, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Es ist ein Kommissionsgeschäft. Am Gold verdient sie fast nichts. Sie verkauft es einmal und dann sieht sie den Barren oder die Münze sehr, sehr lange Zeit nicht wieder. Das Geschäft ist für die Banken uninteressant. Und die Mehrzahl der Banken hat ja ihren Kunden, solange ich zurückdenken kann, immer abgeraten, Gold zu kaufen. Sie haben sie davor gewarnt und so weiter. Was ist passiert? Gold hat seit der Euro-Einführung, also seit über 10 Jahren, alles andere auch geschlagen. Den Euro selbst, den Dollar, Euro-Festgeld, Euro-Anleihen, auch die Aktienmärkte. Also die Banken haben dieses Investment komplett verpasst. Die Preise für Gold und Silber sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Insofern, wer rein spekulieren will, sollte vielleicht warten, bis es auch mal einen Rückschlag bei den Preisen gibt. Also mehr noch beim Silber als beim Gold. Aber ich würde trotzdem sagen, wer auf eine Versicherung für sein Portfolio haben möchte, wer einen Teil seines Vermögens einsetzen möchte, ja, um wirklich eine Versicherung zu kaufen, der kann auch heute durchaus noch Gold kaufen. Bargeld ist vielleicht das Gefährlichste, weil die Kaufkraft des Bargeldes bei null Zinsen natürlich mit der Zeit stark abnehmen wird. Misstrauen Sie allem Papier, Gold, das raschelt. Ja. Sondern legen Sie sich nur Gold zu, das klimpert. Ja. Ein Goldzertifikat beinhaltet in der Regel keinen Anspruch auf eine physische Auslieferung. Während wenn Sie physisch Gold kaufen, dann haben Sie es eben auch wirklich in der Hand und haben den jederzeitigen Zugriff darauf. Das ist zunächst einmal der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist tatsächlich auch rechtlicher Natur. Ein Goldzertifikat beispielsweise, so wenn die emittierende Bank, und wir haben das in der Vergangenheit gesehen, nämlich als Lehman pleite gegangen ist, dann gab es auch keinen Anspruch mehr auf dieses Gold in irgendeiner Form und dann war das Geld sozusagen verloren, der Anleger. Insofern ist natürlich ein physisches Investment in Barren, in Münzen immer das sicherere Investment. Das ist ja der eigentliche Witz des Goldes. Der Witz des Goldes ist, dass es keinen Anspruch an einen Dritten darstellt. Ja. Viel wichtiger für mich ist eigentlich auch die Frage, wo lagere ich das? Ich würde niemals Gold oder Edelmetalle in einer Bank lagern, in einem Banksafe. Viele denken ja, oh, da ist es am sichersten, da lege ich es rein. In der Bundesrepublik Deutschland ist es beispielsweise ab Ende 2012 so, dass der Fiskus in Deutschland ohne Wissen der Bürger in Bankschließfächer reinschauen kann. Das wird begründet mit Terrorabwehr, dass man vorbeugend in Schließfächer reinschauen können möchte. Das Gesetz ist gerade dabei, dass es durch den Bundestag und Bundesrat durchgeschleust wird. Man sagt, man möchte die Finanzströme des Terrors stichprobenartig auch verdachtsunabhängig kontrollieren können. Da geht es natürlich nicht nur um Terrorabwehr, sondern man kann letztendlich, ohne dass der Bürger informiert wird, wir haben in dein Bankschließfach reingeschaut, man wird den Bankschließfächer reinschauen können. Deshalb würde ich nicht empfehlen, allein schon aus dem Grund, Gold oder Edelmetalle in Bankschließfächern zu lagern. Thank you.